So Leute, weiter geht's hier zurück in der neuen Welt noch, bei 1800. Und zwar aus dem Grund, weil wir hier noch ein paar Dinge optimieren müssen, und zwar dringend. Da ist ein Teil irgendwas am Laufen, was mir gar nicht so gefällt. Da fängt schon hier irgendwie mit dem Kaffee an und so, wo ich einfach irgendwie gedacht habe, jo, mal hier irgendwo hin platzieren, passt schon. Und jetzt denke ich mir so irgendwie, ja, das hätte ich auch besser machen können, irgendwie. Ist so eine Kaffeeplantage jetzt hier, noch in der alten Welt, ist immer so Verhältnis 1 zu 2, das passt ja auch. Moment. Da doch stimmt. 2, 1. So, aber eben irgendwie. Ist nicht meine Schuld, ne? Ist alles noch ein bisschen. Die Partie ist eröffnet. Ja, ich weiß, Kumpel, komm gleich. Ich will hier erst noch was machen. Du. So, genau. Weil wir haben ja. Das Teil hier und den da. Für die Hallala und für die Rollolo. Also muss ich alles irgendwie ein bisschen anders machen. Und zwar. Greifen wir damit an. Kein unbedingt auf Highspeed, das geht auch so. Aber interessant, dass seit dem letzten Update, nicht nur, wo es jetzt neue Funktionen gab, zum Beispiel, dass man irgendwie die Routen auch kopieren kann, unter anderem, dass auch die Performance des Spiels selber da besser ist. Da hat zum Teil echt irgendwie, dass meine Grafikkarte irgendwie wäre oder sonst irgendwas in der Art, aber nö, war wohl doch das Spiel. Und das hat auch damit zu tun, ne, sagen wir so. Da braucht das Teil viele Felder. So. Hätten wir den jetzt da oben. Es geht ja auch eben hier ein bisschen darum zu gucken, dass es besser funktioniert. Wenn ich den jetzt hier hinpacke. Dann ist es nicht unbedingt optimal. Schade eigentlich doch. Wobei, warte mal. Wir haben da oben noch was. Dann machen wir es halt. Ein bisschen schöner das Ganze. Was heißt ja schöner? Zweckmäßiger. Nee, stimmt auch nicht ganz. Ich mache es einfach irgendwie chaotischer vor allem. Wenn das Kaffee fällt, ja. Überlegt, dass ich einfach hier ein bisschen vergrößere. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Da hier unten sogar. Also die Frage hätte es gepasst, wenn ich es so gemacht hätte. Okay. Wir zweimal da oben. Was primär jetzt nicht so schlecht ist. Warte mal, kommst du weg? Weil... Das hier nochmal ein bisschen anders machen. Wenn ich hier nämlich sage, come on, den platziere ich schön irgendwie mittig, sage jetzt mal so, so als Beispiel. Übrigens, mir ist nicht eingefallen, wozu ich jetzt eigentlich damals, vor all den Jahren schon fast, hier Pionier 2, wieso ich den hier habe. Ich wollte irgendwie noch ein Schiff haben, mit dem ich zwischen den Welten reisen kann. Genau, das war ja was. Da passt aber sogar ganz gut, weil ich brauche dringend da unten ein bisschen mehr einfach. Aber seien wir ehrlich, ein bisschen Ziegelschaden auch nicht. Nee, Ziegel kann ich da unten selber machen, doof. Doof. Wenn schon, machen wir es richtig. Du gehst bitte dann mal in die neue Welt. Danke und tschüss. So, währenddessen hier zurück. Okay, jetzt bist du wieder hier. Dann kannst du eben hier jetzt wieder deine Felder beziehen. So. Was ich noch mache, kein Plan. Vielleicht kommen dann die restlichen von den Dingern hin. Das wäre eine Option. Weil. Thank you.
Genau, den haben wir aktiviert, deswegen haben wir jetzt zu wenig Arbeiter. Das können wir einmal ganz kurz angucken, mich warum damit überhaupt. Wäre Verrat an der Revolution. Was das auch mit den Melonen zu tun hat oder womit auch sonst noch. Ja, produziert zwar Kaffee, aber ich nehme selber keinen. Wäre vielleicht mal eine Idee, wa? Versuch's mal, komm. Ich glaube, viel werden sie nicht brauchen. Wobei, warte mal, andererseits, natürlich doof. Darf nicht ganz so clever. So aus dem Grund, wenn ich sowieso den ganzen Kaffee da abziehe, gibt es einen Moment, wo sie wieder selber keinen haben. Und dann denke ich so, wir haben keinen Kaffee. Und ich denke, oh, come on. Das ist dann natürlich ein bisschen kacke. So. Jetzt machen wir es hier. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Schiff unter Beschuss. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ich wollte gerade sagen, können wir bitte wieder auf Friedensmodus gehen? Lassen Sie uns den Einsatz. Oh, Gott sei Dank. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Ich meine, verlieren würde sowieso nicht, aber es geht ja mehr darum, dass ich keinen Bock auf den ganzen Quatsch habe. So, warte mal. Sieht schon wesentlich besser aus. Theoretisch kann ich den noch irgendwie so verschieben. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Egal, komm. Kann ich irgendwie so noch hindrehen. Sieht doch auch schön aus, so. Ja, auch finde, kann man machen. Gut. Dann hätten wir die jetzt da, hä? Also, ich habe eine Lagerhalle dafür. Mhm. Dann ist die Frage, wenn ich jetzt hier das Kabäuschen hier hinsetze. Und das zum Beispiel hier hin. Für mich jetzt einfach sagen, du, würde das gehen so, würdest du da mit den Feldern, die du hast, auskommen? Sieht es glaube ich eher so aus, von wegen, ist ein bisschen kacke. Es braucht schon viele Felder, da kann ich machen, was ich will. Würde zwar einigermaßen funktionieren, so, okay. Und bei dir jetzt? Du kommst hier mit dem Platz aus, das bezahlt doch gerade ein bisschen. Ja, ich baue jetzt das jetzt zu, wir haben es bis jetzt nie gebraucht, also werde es auch weiterhin nicht brauchen. Das würde insofern funktionieren. Dann haben wir hier nochmal ein Lagerhäuschen. Jetzt haben wir hier 5 von denen und haben 4 hier. 5, 6, 7, 8. Was soweit nicht ganz stimmt war, weil eigentlich brauchte ich ja 10 Stück davon. Aber aufgepasst, aufgepasst. Also gucken, wie ich jetzt das hier mache. Genau, du bist ja da drüben. Ich bin noch irgendwie eins dazwischen zu wirbeln. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dankeschön, du kommst wie gerufen. Moment. Der Dreck der Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. Ja, mit dem Dreck der Gosse kennst du dich ja aus.
kann es jetzt hier mal ein bisschen noch anders machen. Moment. Okay, muss ich nochmal ganz kurz umbauen. Die Wege auch relativ lang sind hierhin, wa? Toll. Ich wollte es eigentlich so machen. So. Jetzt haben wir hier noch hochgestellt, wäre sowieso effektiver. Obwohl, das kann auch täuschen. Den so hin platzieren, wa? Vier, fünf, sechs. Warum mache ich das jetzt so? Wegen dem hier drüben. Nee, das ist schon effektiver so. Ich werde das eher mal so hin versuchen, ne? Mann, jetzt wird es von allen Ecken und Enden hier optimieren, da optimieren. Naja. Wenn man halt das Optimum erreichen will, was willst du machen? Warte mal, geht das nicht so? Das ist irgendwie. Ah nein, ich kann die Felder nicht auch mitkopieren, schade. Das wäre jetzt was gewesen, wenn die Felder auch hätte kopieren können. Aber gut. Was auch nach dem gleichen Prinzip, Freunde. Naja, zumindest fast. Damit. Ich gebe mir sonst eh nur auf den Keks. Ich den jetzt da nicht hin, dann kann ich theoretisch jetzt hier hinpacken. Einfach nur, damit es kacke aussieht. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich frage mich gerade, warum? Ich sehe gerade irgendwie den Sinn dahinter nicht. Nicht hochleben lassen, weil ich hier alles abreiße. Naja. So. Jetzt bei dem noch irgendwie 6 Felder hin, ne? Dann haben wir zum Beispiel. Ja, so zum Beispiel. 4, 5, 6. Okay, sieht auch hier ein bisschen creepy aus, aber es klappt. So. Aber wir haben 4 hiervon, wir haben 4 von denen. Warum habe ich gerade gesagt, dass ich irgendwie das Ganze ein bisschen anders machen wollen würde? Und zwar aus dem Grund. Erstmal die alle abreißen. Also, wir sind uns ja einig. Rein vom Verbrauch her. Tiefer kann ich mich nicht bücken. Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was sie tun. Eigentlich stimmt das es so. Also 2 von denen zu einer von der Tierbäckerei. Offenbar haben wir trotzdem noch irgendwie Probleme. Aber hier extra jetzt das Nutzpflanzenfarm. Produktivität. Mhm. Das würde ich halt gerne jetzt hier einsetzen. Genau, nämlich bei denen hier. Das wiederum würde bedeuten, ich muss irgendwie hier hinpacken. Weil ich damit Team drin habe, der Rinderfarm leider nicht. Schade. Warum das Ganze?
haben nur sich selbst enttäuscht. Ups. Ja, ich habe seinen Job vergessen, aber da hat er noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, ist aber 68, also ganz ehrlich, da können wir irgendwie vielleicht noch ein bisschen was machen. Ich brauche keine Almosen. Aber geben sie her. Genau. Okay. Das Ursprünge von wegen, ich mach mal schnell, ich mach mal schnell. Das war mal, Freunde, das war mal. So. Geben wir jetzt halt mal ein bisschen Speed. Wenn ich aktuell kein Mais habe, dann sei es halt so. Ich pack den hier hin. Dann mache ich das Häuschen vielleicht auch für rein den Kaffee. Weil ich jetzt hier nur 3 Stück drin habe. Hä? Ja, muss halt irgendwie hier hinpacken. Hätte zumindest 4 drin. Und das würde auch schon helfen, wenn ich halt hier ein paar mehr Gebäude habe. Ja, natürlich jetzt habe ich da Kacke. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Schnauze. So, das wird primär funktionieren. Dann kommt jetzt einfach hier hin, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine höhere Produktivität. Shit happens. Und sonst einfach nichts, genau. Ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten, aber... Das tust du gerade, also halt die Gloschen. So, doch, ich will hier ungefähr zentral bleiben, das stimmt soweit. Dann haben wir jetzt die hier, der ist ja da, das passt soweit. Pack ich den mal dahin. Keine Arbeiter mehr. Im Fakt ist, dass wir halt. Warte mal, jetzt haben wir Kaffeebohnen, ne? Das passt soweit, weil ich jetzt auch ein Ding mehr gemacht habe. Eine Kaffeerösterei. Man könnte zwar fragen, warum überhaupt? Erstmal keine weitere Arbeit. Mache ich es mir, damit ich diese vorhandenen einfach auch mal abreißen kann. Wäre ja auch eine Option. Ja, ja, die Stadt ist attraktiver geworden. Aber merke jetzt nicht so viel. Hier ist kein Platz mehr. Ja, ich merk's. Wart sich auch nicht mehr. Tschüss. So. Mal gucken, was da passiert. Egal, wäre das cool. Also kann hier eine Tortilla-Farm mehr machen. Bereits erwähnt, wir haben ja von dem her genug Rindfleisch und Mais. Das sind die Unterhaltskosten, aber irgendwas muss trotzdem noch dabei sein, dass irgendwie, ja, das Ganze so gut funktioniert. Und dann aber jetzt eben... Die Menschen lassen so ausgerüstet. Wenn ich theoretisch jetzt noch eine vierte hätte, nur mal so rein theoretisch eben, den hier hinpacken würde. Dann wäre der hier. Gut, spielt keine Rolle, wie ich es drehe. Ob es trotzdem zu wenig ist. Also weißt du, von Markthäusern, weil jetzt kann ich den einfach da hier hinpacken. Dann vielleicht eben auch hier mit den Kaffeefeldern sagen, hey yo, der passt hier perfekt hin. Der passt sogar wunderbar hier hin. Tatsächlich auch krass. Aha, wie doof. Dann braucht's die Straße hier gar nicht mehr. So. Ja, da wird ein paar Felder abgeräumt. Aber keine Sorge, das machen wir. Da fixen es gleich.
Oh. Deswegen, Deswegen. So. Keine Felder, keine Arbeit. So, hier in Lagerhalle, wir haben hier welche. Wir haben vier von denen. Jetzt plötzlich drei davon. Da muss ich irgendwie dann mal gucken, ob man da sogar mehr hiervon brauche. Dann waren also verdammt viele Felder. Eigentlich wäre es klüger, wenn ich hinten anfangen würde. So, perfekt. Komm schon, das sieht doch jetzt nicht allzu schlecht aus. Wunderbar, oder? Wenn ich gerade optischen hingucke, aber ansonsten... Aber. Also, jetzt haben wir die vier. Ja, da passt. Das passt, perfekt. Die vier haben wir auch noch. Auch alle 100% ausgelastet. Sehr schön. Wir haben hier noch drei Kaffeeplantagen, ob es überhaupt noch braucht. Weil wir hier jetzt auch schon relativ viel haben. Gucken wir mal. Aktuell haben wir plötzlich auch wieder relativ viele Obrero-Arbeitskräfte. Das schwankt ihr ein bisschen, da muss ich erstmal stabilisieren. Weshalb nur überleben? Weshalb nicht erleben? Was haben wir mit den Melonen zu tun? So. Das hast du dir mehr als verdient. Hier, und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Jo, danke, danke. So. Ja, wenn man sagen, fürs Erste passt das mal, wa? Jetzt haben wir doch irgendwie... Ah, der ist hier. Brauche ich hier? Ich glaube, ich brauche gar keinen. Ging jetzt ein bisschen darum, zum gucken, wo ich noch irgendwie die Häuschen upgraden könnte. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Luftschiff! Dann bist du hier sowieso ein bisschen falsch. Oh, geh doch erstmal hier hin. So. Ihr könnt damit einen Kaffee noch machen, ne? Weil ich jetzt sowieso so viel produziere. Aber das muss ich, wie gesagt, erstmal gucken, wie es dann im Endeffekt auch in Kombination mit der alten Welt aussieht. Ne? Ob das so weit funktioniert, wie ich mir das erhofft habe oder irgendwas vergessen habe. Neue Horizonte. Und dann auf die Kaffeerösterei hier angewiesen bin, weil eben. Damit dem Forschen, das finde ich ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt plötzlich für ein zweites, gleiches Gebäude. Plötzlich doppelt so viele Forschungspunkte brauche. Oder einfach wesentlich mehr. Das leuchtet mir persönlich jetzt nicht so ein. Weil es nur Copy-Paste. Ich habe es einmal erforscht. Warum sollte ich dann beim zweiten Mal plötzlich mehr Punkte brauchen? Aber ist ja egal. Darum geht es ja nicht. So, Tortillas bleibt stabil. Immer noch schön bei 1. Rumstehen kann man keine strahlende Zukunft. Ja, man kann es versuchen. Wenn die ganzen Ölfelder noch, die Ölquellen, die ich noch erschließen könnte, wenn ich wollte. Ja, La Isla hat genauso viele Ölfelder wie hier in Prosperity. Das ist schon krass. Propeller drehen sich. Wenn ich schon mal auf Fullspin, der ist trotzdem so lahmarschig. So.
Den man ausbauen, der ist bereits ausgebaut. Interessant. Ja, da haben wir Probleme. Da wird dann noch abgegradet. Ihr, der da oben, braucht es vielleicht bald schon nicht mehr. Wer weiß. Was sonst noch etwas? Ja, deshalb. Brauchen du es momentan nicht, wa? Okay, Freunde, das war's. Jetzt aber wirklich mal mit hier unten. Kehren wir zurück. Wie sieht es hier aus? Immer noch genug Öl. Ich habe das ja ein bisschen umgestellt hier. Hier immer noch zu wenig. Wie könnte es anders sein? Ah, das mit der Ölverteilung, ganz ehrlich. Aber die haben einen Fehler gemacht. Teachwater ist schon die obere, ja. Warum braucht denn hier unten so verdammt viel Öl? Das verstehe ich nicht. Das sind die Importer, ist ja alles soweit auch cool. Neue Lieferung. Aber ich meine, dass ich hier so viel Öl brauche. Ja, es sind ein paar Stromwerke, das schon, aber das sind doch ein bisschen übertrieben, finde ich. Hm. Egal. So. Dann mal gucken mit Waren generell, wie sieht es hier aus? Ist irgendwas großartig geändert? Bitte kein Kaffee mehr, was? Habe ich irgendwas verpasst? Neuen Kurs. Muss ich einfach nur hier kaum noch Kaffee habe. Hä? Höhe stabil. Okay, irgendwas ist kaputt gegangen. Mir fehlt noch einiges an Material. Der letzte Schliff und. Stören Sie sich nicht an den. Fortschrittliche Kaffeerösterei. Hä? Okay, irgendwas ist hier gründlich schief gegangen. Was du doch sehr, sehr schade finde. Versteht so eine ganze Sache hier nur. Wieso ich das so gemacht habe. Kein Plan, weil ich habe genug, also insofern. Soll das kein Problem sein? Ja, Bright Sands Ausland stimmt ja auch. Kist unter Deck! Anhalten. Lief natürlich nur 6, das ist klar, aber trotzdem. Jetzt wird doch nichts mehr. Hä? Was macht das für einen Sinn, Freunde? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist irgendwie so ein Update oder so? Also hoffe mal nicht, das wäre blamabel. Importroute gibt es ja trotzdem noch. Aber ja, man sieht auch hier, wenn natürlich nur 6 Tonnen produziert oder so, dann ist natürlich auch Scheibenkleister. Und das trotzdem 200%. Klar, ich fahre ja relativ schnell hin und her. Also, dass dann vielleicht trotzdem irgendwie 6 hat, ist er 40. Das heißt, hat wieder irgendwie was von hier unten geliefert. Wenn wir hier bei 64 sind, ja. Ist im Prinzip ja auch schön, da sage ich auch nichts. Genau, also der hier. Der ein bisschen hin und her geht. Ich finde es trotzdem jetzt gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Egal. Ging uns ja eigentlich darum, das abzuholen. Und vielleicht auch schon direkt mal das nächste zu erforschen. Rumproduktion der alten Welt. Das ist etwas, wo ich mir denke, ja, kann man machen, muss man nicht wirklich. Ach, hier irgendwie 10.000, um das gleiche nochmal zum zweiten Mal zu machen. Hallo? Was für ein Beschiss, ey. Dem Handwerk zolle ich höchsten Respekt.
Ein echter Gentleman weiß stets die Kunst seines Barbiers oder Schneiders durch ein paar Münzen zu würdigen. Revolutionäre Idee, ne? Die sind auch immer teuer geworden. Forschungskoffer? Nee. Bauen nehmen wir für die Ausbildung. Wir gehen eher mal die Great Eastern und eine zweite bauen. Eben Naturbeherrschung, Ölquelle verschieben. Eine einzelne Ölquelle zu verschieben. Das kostet auch 5000, also sorry, aber. Jetzt einen Krieg von, glaube ich, ein bisschen ins Gehirn geschissen. Ist wirklich Atem. Da muss ich sagen, die Entwickler haben sie nicht mehr alle. So. Einfach eine Holzhütte und so, natürlich brauche ich Strom, da ist man soweit auch klar. Das, was ich nicht ganz verstehe, wieso ich hier trotzdem nur so wenig Öl brauche. Eigentlich müsste der Ölverbrauch generell hier, sage ich jetzt mal, müsste enorm sein. Also Stromverbrauch natürlich, So, jetzt sind wir auf 0, das heißt, hier haben wir überall wieder nichts mehr. Nur sehr wenig. Ich meine, der braucht ja auch Strom währenddessen. Egal. Also. Mit dem Schuster, stimmt, aber ja auch so eine Sache. Was ich abgesehen vom Kaffee eigentlich noch checken wollte. Ja, Schokolade sollte jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen hochgehen. Sonst muss man ein bisschen gucken. Hier Lederstiefel, ja. Quatsch, hier Lederstiefel relativ viel. Maßanzug nehme ich da ab. Wo ich eigentlich nichts gemacht habe. Das ist sicher mit dem letzten Update. Irgendwas haben sich aber da geändert. Oder was irgendwie, keine Ahnung. Doch mit dem Gebäude hier. Mit dem Schuster, hallo, hier. Der Kaffeeröster, das irgendwie zu viel produziert hat. Jetzt plötzlich haben sie wieder abgebaut oder was? Klar, Malz geht ein bisschen zurück. Das sehe ich hier ein. Dem kann man sich noch irgendwie entgegenwirken. Einige Felder, wir stecken hier viel Herzblut rein. Die Frage. Hä? Ja, klar, können wir ein bisschen mehr haben, aber. Ja, aber interessant, was wir plötzlich gar kein Getreide mehr haben. Dementsprechend, was auch logisch ist, geht es plötzlich hier ein bisschen runter. Wir werden beobachtet. Uns fehlen Waren. Nicht zu meckern bei der Stadt. War überhaupt ein Gebäude, was jetzt Malz herstellen würde? Ah, hier. 3 Mälzereien. Gut, bringen wir uns hier nicht so viel. Theoretisch kann man hier natürlich noch einen vierten hinbauen. Dafür da 2 neue Getreidefarmen. Ne, ich brauche sowieso mehr. Komm, machen wir es mal so. Ja, hier klappt so oder so nicht. Und da war doch auch so, auch wenn ich den jetzt hier drin habe, der ist trotzdem nicht mehr im Feld drin. Naja, genau. Das klappt bei dem so oder so nicht. Dann spielt es da nicht so eine große Rolle. So. Uns geht das Material aus. Ja, ich weiß. Ich bin hier nur Material fixen. Das ist unglaublich, Freunde. Das ist unglaublich, aber gut. Darum kümmern wir uns auch in der nächsten Folge. Was ich jetzt eigentlich wirklich erstmal machen wollte, Menschenskind, das würde ich jetzt aber ohne Idee zu machen, den bauen. Der muss jetzt. Das ist relativ klein. Das gefällt mir. Ich baue ihn straight, frech, wie ich bin, einfach hier hin. Zack. So. Holz, Baumwolle oder Wolle. Hol sie dir, dann könnt ihr auch selber noch produzieren, das ist gar kein Thema. Das kriegen wir hin. Hier durch den Strom 200%. Kann natürlich hier, wenn das noch irgendwie ein bisschen ausbauen. Einfluss Baumwollplantage. Schön. Bringt es überhaupt was? Nee, oder? Da oben auch. Das ist der Grund, wieso ich es gar nicht hier machen kann. Obwohl, warte mal. Ich sehe es hier sowieso nicht. Quatsch.
Das ist ja hier das Problem. Okay. Freunde, damit hätten wir es gebaut. Wir haben es erforscht und gebaut. Aber ob uns das viel bringen wird, ich habe noch keinen Plan. Ich gucke mal in der nächsten Folge, was hier genau wirklich alles so richtig abgeht. Cotton Mill, da haben wir es. Also aber jetzt produzieren wir Baumwolle in der alten Welt, was eigentlich ja geil wäre, aber irgendwas stimmt noch nicht so richtig. Ist immer noch ein bisschen... Müssen wir unbedingt nochmal ran. In der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.